Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, der Raven Knight heißt euch recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X. Er hat nicht Armadillo Stage zum Aufleveln von Kräften benutzt, sondern er hat's unter anderem nur hier gemacht. In dieser Sigma Stage, er hat die Würmer besiegt, die auch Leben bringen. Um genau zu sein, habe ich 6 Leben von denen bekommen. Und außerdem habe ich nochmal in einem meiner alten Hefte, ich habe mir damals extra Hefte angelegt für Videospiele, mal nachgelesen, was für eine Schwäche diese Viecher denn haben. Um es nochmal zu betonen, ich benutze die Schwächen nicht, weil es ein Zeichen von Schwäche ist, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass manche Sachen eben halt mit anderen Mitteln einfacher zu besiegen sind. Hier bei Mega Man X mache ich es bewusst deswegen, weil ich das Spiel wirklich schon lange nicht mehr gespielt habe und ich möchte auch das Projekt jetzt schnellstmöglich zu Ende bringen. Den Text haben wir letztes Mal schon gehört. Denn ich möchte kurz vor mal, bevor ich meinen neuen Rechner anschließe, doch schon mein neues neue Projekte starten können. Wie ihr seht, der Hund ist nämlich schwach gegen Eis. Das habe ich nochmal nachgelesen. Und glaubt mir, meine alte Schrift nachzulesen ist nicht so einfach. So, das war's für den Hund schon mal. Und jetzt haben wir eine andere Schwäche für Sigma, nämlich den Spark. Ja, das haben wir auch schon letztes Mal gelesen. Ja, du möchtest mich diesmal vernichten. Ja, ich habe dich aber nie hintergangen. Du hast mich hintergangen. Das ist einfach sofort ein. Wow. Ups. Bisterroll. Scheiße, das habe ich. Oh nein. Ich dummer Horst. Ich habe vergessen, meine E-Tanks zu benutzen. Ja, egal. Wir haben ja noch ein bisschen Shotgun-Eis, denke ich mal. Ja, haben wir noch. Das müsste reichen. Schnell wieder hoch. Kennen wir ja schon mittlerweile das Spielchen. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt ein paar Leben. Willkommen. Ja, ich weiß, dass wir es gemanagt haben. Bla bla und ole und hast du nicht gesehen. Ich habe auch, bevor ich hier hochgegangen bin, einen Safe State gesetzt, um eben halt das ganze Aufpushen nicht nochmal machen zu müssen. Nein. Jetzt tanzt du mir wieder auf der Nase rum. Du Scheißköter. Gerade hattest du ein anderes Bewegungsmuster. So. Weg ist er. Wie das Sparkmandrel. Das Thema hatten wir schon. Boah, Sigma. Du gehst mir auf den Senkel. Du hast einen Fisch im Arsch. Deswegen trägst du auch einen Umhang, den du immer abnimmst und dann dein Laserschwert. Bums. Bums. Nein. So, erster E-Tank. Aber wir machen mit Sparkman mal. Sparkman wir weiter. Denn es läuft ja gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders zielen sollen. Ja, toll. Das war sehr geschickt von mir. So, wir haben keinen Spark mehr. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem X-Buster weitermachen. Und wenn man Abstand von ihm nimmt, wird er wieder so feuern. Ist aber kein Problem für uns. Wow. Und er blockt immer. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist recht lästig. Wenn man seine Mini-Kügelchen da immer zu feuern. Man trifft ihn quasi nur, wenn er springt. Das ist recht lästig. Das ist, glaube ich, die lästigste Form. Seine andere Form habe ich gar nicht so lästig in Erinnerung. Weil, ja, ich habe es schon jetzt vorweggenommen. Es ist nicht das letzte Duell mit Sigma. Wieder ein E-Tank weg, also der E-Tank geht hier weg wie warme Semmeln. Da muss ich doch nur einmal treffen. Und das war's für ihn. Aber wer jetzt denkt, das Spiel ist vorbei? Ist im Arsch gekniffen. Denn wir haben jetzt hier noch einen lustigen Gegner. Und dafür brauchen wir. Oh oh. Ja, genau. Diese lustige Vereinigung. Jetzt muss man nämlich hier auf die Fingerchen springen. Ja, wenn man mal drauf kommt. Mein Gott, ey, ich bin. Habe ich schon mal gesagt, dass ich unfähig bin?
Ach ja, wunderbar. Ich stelle mich hier wieder wie der erste Mensch an. Ja, sicher. Mann, ey. Letzter E-Tank. Ja, okay. Ach ja. Ist das schön. So. Nein. Warum? Warum? Warum klappt das nicht so, wenn ich das möchte? Ja, klasse. Ah ja. Hoch. Dabei ist es doch eigentlich machbar. Mann. Hep. Hopp. Und hep. Seht ihr, eigentlich ist es recht einfach. Ja, man wird auch getroffen. Ja gut, ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Aber ich habe meine Waffen leer. Und ich werde es jetzt einfach nochmal versuchen. Obwohl, nö. Hallo, da bin ich wieder. So. Ich möchte einfach nur das Projekt jetzt schnellstmöglich zu Ende machen. Denn, jetzt großartig Stress in Kauf zu nehmen, nur wegen eines, nicht so gelungenen Projekts, möchte ich auch nicht. Ich bitte darum, das zu verzeihen, aber glaub mir, wenn ich es jetzt so mache, dass ich wirklich versuche, das nochmal auf normalen Weg zu schaffen, sitze ich bis dem 20. Februar dran. Und nicht, wie ich eigentlich wollte, bis zum 4. Februar. Deswegen mache ich es nochmal auf diese Art und Weise. Nochmal mit allen Leben und allen E-Tanks. Da wieder ein anderes Bewegungsmuster. Und wieder das Chili-Hundefutter hier. So, das war's schon mal für den Hund. Und jetzt müssen wir uns wieder um Sigma kümmern. Sika! Sucker! So, ja, den Text kennen wir mittlerweile. Das ist langweilig, du Fregel. Bum, bum, bum. Ja, sicher, Lichtschwert. Luke Skywalker. Luke Skywalker für Arme. So, erster E-Tank weg. Hey. Also jetzt stellen wir uns anscheinend nicht mehr so schlecht an. Ich nehme nochmal eine Runde, um sicher zu gehen. Ja, das kenne ich ja. Ich bin der staatliche Prüfer drin. Noch etwas im letzten Moment zu vergeigen. Mein Gott. Sein Sprungschema. Das kenne ich nicht mehr. Hm. Noch ein E-Tank. Ja, super. Jetzt sind wir wieder in der gleichen Situation wie gerade. Nur ich glaube, ich werde gleich den Rolling Shield nicht verwenden. Ich werde es gleich anders machen. Denn ich werde jetzt den aufgeladenen Schuss verwenden. So. Und wie dieser letzte Showdown ausgeht, sehen wir beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein bei Let's Play Mega Man X. Sprach der Ravenite nimmermehr.